Ja, Hallihallöchen, ich bin euer Lieblingsnoob Konrad und heute spielen wir mal wieder Rock of Ages. Ja, ich habe endlich einigermaßen meinen neuen Arbeitsplatz eingerichtet. Das heißt, wir können wieder mit Rock of Ages weitermachen. Und da startet man direkt im Frankenreich, sind wir nämlich letztes Mal stehen geblieben. Ich meine, wir hätten sogar nicht geschafft. Karl der Große. Ja, genau, da waren wir schon mal. Ich kann mich erinnern. Dann haben wir das wohl nicht geschafft. Der liebe Sam Samuel, der hat ja extra ein Video für mich gemacht, wo er eine Taktik ausprobiert hat, die ich auch mal ausprobieren sollte, hat er gemeint. Und zwar möglichst am Anfang schon die gegnerische Kugel möglichst ausbremsen. Er hat das nämlich tatsächlich geschafft in seinem Video, das er da gemacht hat, dass die gegnerische Kugel einfach nur noch im Umkreis von einem Quadratmeter vor und zurück ging und quasi sein Gegner handlungsunfähig war. Und dann probieren wir das jetzt auch mal. Er hat mir auch gesagt, oder in dem Video hat er auch gesagt, dass wenn man mit seiner Kugel möglichst viele gegnerische Stellungen kaputt macht, dann hat man in seiner eigenen nächsten Runde mehr Geld zur Verfügung. Das war mir so auch nicht bewusst. Sam, ich probiere es jetzt mal aus. So, dann geht's los. Ich nehme normalen Stein und roll einfach mal los und versuche möglichst viele gegnerische Stellungen auch entsprechend zu vernichten. Wenn mir schon mal so ein weiser Mensch wie der Sam den Tipp gibt, dann sollte ich auch bemüht sein, das umzusetzen. Alter, was hat denn der hier aufgebaut? Und hier geht's nicht mal lang. So. Ja, der Sam Samuel, der ist ja quasi auch in unserem Schachturnier, das wir da intern spielen mit unseren Let's Playern, einfach unschlagbar. Also man könnte fast sagen, so wie Gronkh der Let's Player mit Herz ist, ist Sam Samuel der Let's Player mit Hirn, wenn es sowas gibt. Jetzt mal gucken, aber nicht, dass der mich verkackeiert hat. Ich sehe schon, meinen Gegner konnte ich nicht wirklich ausbremsen. Ich habe es leider nicht richtig beobachtet. Okay, der ist schon mal an meiner Tür. Ich bin aber auch an seiner. So, ich konnte ihn nicht wirklich ausbremsen. Dann bauen wir mal noch größere Dinger hier am Anfang hin. Vielleicht kann ich ihn ja so ausbremsen irgendwie. Wäre ja schon eine schöne Sache. Soll ich vielleicht noch ein paar Kühe zwischendrin platzieren? Da sind immer nur das Gleiche. Ein paar Kühe, die ihn dann rumschubsen. Ist das vielleicht eine Taktik? Na, da hinten ist mit dem Controller ein bisschen doof manchmal. Aber so ein paar Kühe da noch. Okay, ich nehme aber, ich will nicht alles ausgeben. Ich will nämlich jetzt die bessere Kugel nehmen. Wenn wir da runterrollen, würde ich gerne das Ding hier nehmen. Und mal gucken, was wir so alles zerstört kriegen auf dem Weg nach unten. Und jetzt müsste er bei mir da hängen bleiben. Jetzt können wir vielleicht gucken. Oh, alter Scheiße. Ja, es wird schon schwer. Ja, er tut sich schwer, die Kugel von meinem Gegner. Aber jetzt ist er durch. Also so effektiv habe ich das wohl nicht gemacht. Aber es ist schon was dran. Da kann man durchaus was machen. Allerdings blöd, dass es mir die gute Kugel jetzt schon wieder so halbwegs gekostet hat. Und ich habe bisher auch nicht wirklich viel zerstört von meinem Gegenspieler. Der Sprung war jetzt allerdings gigantisch. Das war wiederum weniger gigantisch. Wobei seine Kugel auch schon ziemlich gelitten hat, wenn ich das richtig sehe. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da unten ankommen. Ob wir punkten können. Zack, das sieht nicht schlecht aus. Oh, aber jetzt ist wieder Wettrennen. Wer ist zuerst unten? Ah, verdammt. Da muss ich mir hier jetzt echt wirklich was ausdenken. Verdammt. Mach mal hier einfach noch, dass er noch länger hängen bleibt, möglichst. Und platzieren ein paar Kühe. Ach, scheiße, ich muss die bessere Kugel. Jetzt habe ich schon zu viel Geld ausgegeben. Ah, verdammt, ich befürchte fast, die Runde habe ich schon wieder verkackt, weil ich einfach nicht das entsprechend notwendig strategische Denken hier aufgebracht habe. Wir versuchen es trotzdem.
Die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt. So, der Gegner rollt schon wieder. Ich roll jetzt aber auch schon wieder. Und ich versuche jetzt einfach schneller als er unten zu sein. Hier sind jetzt die anderen Gebäude von ihm wirklich Schnutz, weil in der Regel braucht der Computer tatsächlich nur 3 Runden, um alles zu zerstören, um die Türe einfach zu durchbrechen. Deswegen, wenn der jetzt vor mir unten ist, gewinnt er natürlich, wenn er es schafft. Er ist gerade die Klippe runtergefallen, sowas sehe ich natürlich gerne. So, er rollt wieder von vorne. Boah, Alter. So, rollen wir uns hier rum. Und dann bin ich ja schon gespannt. Ja, wir scheinen auf jeden Fall vor ihm unten zu sein. Ob das reicht oder nicht. Bam, es reicht nicht, verdammt. So ein Mikrostrich wieder. Boah, wenn es ihm jetzt reicht. Er fällt schon wieder runter. Boah, ich sollte hier auch nebenher ein bisschen was platzieren. Ah, ich habe schon wieder zu viel Eis, ist eigentlich eh egal. Ich kann auch den ganz kleinen Stein nehmen. Der wird am Ergebnis nichts mehr ändern. So, ich bin jetzt echt gespannt, wenn der unten an meine Tür ankommt, ob es ihm reicht. Nee, es hat ihm nicht gereicht, es hat ihm nicht gereicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Alles ist offen. Wir haben wieder alle Chancen. Jetzt nur schnell los. Jawohl, und abwärts. So, jetzt haben wir vielleicht doch eine gute Chance. Dann würde ich sogar behaupten, dass Sams Taktik gar nicht so verkehrt ist. Weil er jetzt doch, mein Gegner, in der letzten Runde Schwierigkeiten hatte, wirklich bei mir am Tor anzukommen. Das würde seine Taktik bestätigen. Gut, so wie er habe ich es jetzt nicht geschafft, dass die Kugel vom Gegner wirklich nur noch auf der Stelle stehen bleibt. Aber ich übe ja auch noch. Ich übe ja auch noch. Das ist schön, wenn man solche Zuschauer hat, die ein bisschen die Dinge mitbringen, die man selber nicht hat. In dem Fall Verstand und ein bisschen Logik und Hirn und ein bisschen strategisches Verständnis. Alles nicht wirklich meine Stärken. Aber ihr seht, ich bin bemüht, das umzusetzen und es scheint auch zu funktionieren. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Vollgas geben. Und dann sollten wir gewonnen haben, die Runde. Yeah, jetzt fahren wir hier noch platt. Feiert die Animation so richtig. Super, haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Dann können wir jetzt ja weitermachen. Weiter geht's in Wien. Oh, in Wien. Was für unsere österreichischen Freunde. Grüße an Loggi und Monkey und wen ich da sonst noch so kenne aus der Ecke. Was ist das denn? Die Pest. Warum muss man gerade in Österreich gegen die Pest kämpfen? Will ich mir nicht weiter Gedanken drüber machen. Als ob Österreich keine großen Persönlichkeiten hervorgebracht hätte. So, lassen wir das. So, wo fängt es denn an? Wo fängt mein Gegner an? Hä? Ja, wo soll ich dem denn hier den Weg blockieren? Von wo kommt denn der? Kommt der schon von hier oder was? Hä? Das muss man jetzt erstmal verstehen. Ich muss mir nur eine Ecke suchen, wo ich ihn möglichst blockiere. Das wäre vielleicht hier. Ja, ja, okay. Ich rolle einfach schon mal los. Und versucht die Taktik wieder, dass wir möglichst viel zerstören, was uns hier auf dem Weg begegnet. So, da sind wieder solche Häuschen. Oh, und ich fahre natürlich zwischendurch. So ein Schlüssel. Na? Na, das Häuschen.
Dann geht's hier runter. Okay. Ich versuche ihn auch immer ein bisschen im Auge zu behalten. Elefanten mit einem Turm drauf. Was ist das denn, Alter? Ach, jetzt ist er bei dieser Kanone. Okay. Boah. Das sind ja unbesiegbare. Alter. Alter, der. Boah, der macht's mir jetzt aber wirklich nicht leicht. Boah, so ein Elefant. Boah, die Dinger werden immer länger, ne? Die Strecken, die man hier so zurücklegen muss. Mein Gegner tut sich auch schwer, obwohl ich ihm gar nicht viel in den Weg gebaut habe. Alter, was sind denn das hier alles für Sachen? Also wenn die Steigerung hier weiter so geht in dem Spiel, dann blicke ich es hier irgendwann gar nicht mehr. So, und da geht's abwärts. Da geht's abwärts. Aber mein Gegner, der hat irgendwie auch Probleme, die gute Pest. Ach, jetzt bin ich erst bei dieser Kanone. Alter, was ist denn das? Ist die Strecke echt so lang? Da muss man ja beten, dass man überhaupt mit der Kugel noch unten ankommt, oder? Alter. Hä? Ich bin komplett verwirrt. Wo geht's denn hier lang? Muss ich da runterspringen, oder was? Aha. Meine Fresse, du. Da muss man aber auch wirklich erstmal drauf kommen. Und mein Gegner rollt ja auch. Ah, der hat schon. Der war schon an meinem Tor. Habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Ich hoffe, ich komme überhaupt an. Ich merke schon, die Runden werden auch definitiv immer länger, weil es einfach immer schwieriger wird, denke ich. Oh, bremsen, bremsen. So, ich versuche immer noch, Sams Taktik hier anzuwenden. Möglichst viel einfach zu zerstören. So, ich gehe hier unten lang. Dann machen wir Vollspeed und fügen ihm ähnlich viel Schaden zu wie er uns. Das ist doch schon mal was. Und so hier bei der Kanone, da muss er auch vorbei. Da muss er sogar bergauf oder bergab? Das ist jetzt die Frage. Egal wie, ich baue ihm jetzt einfach hier möglichst vor die Kanone, weil die Kanone hat ja auch geschossen, habe ich gesehen. Genau da kommt er nämlich her. Wenn ich ihm hier einfach schon viel in den Weg baue, dann wird das hier für ihn doppelt so schwierig, weil die Kanone ihn ja auch noch ein bisschen beschäftigt. Da bauen wir vielleicht auch noch größere Dinger hin. Und vielleicht auch noch ein paar Viecher. Habe ich auch solche Mammuts? Habe ich auch. Ein Mammut machen wir da noch zwischen rein. So, und dann sind wir schon wieder an der Reihe. Dann nehmen wir diesen hier. Und schauen jetzt einfach mal. So, ich bin immer noch der Überzeugung, die Taktik vom Sam ist gut. Wobei, es wird natürlich auch immer schwieriger, je fortgeschrittener die Runden hier sind. So, Alter, vor allem diese Mammuts mit ihren Türmen auf dem Rücken. Ist ja unter aller Sau. Man muss wirklich aufpassen, dass man sich auch nicht verfährt. Was hat er hier denn jetzt? Was sind das denn für Dinger? Alter, nein, 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 nein. Das ist natürlich fies, wenn es hier bergauf geht und einem da so ein Mammut entgegenkommt. Der einen auch noch ausbremst. Noch zusätzlich. So, und das ist dann, jetzt kommt die Kanone, glaube ich, ne? Ja, genau. So. Wo rollt er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Rollt er überhaupt schon? Uah. Rollt er überhaupt schon? Oder was macht er denn? Ach, der war schon wieder an meinem Tor und hat sogar richtig fett Schaden gemacht. Nein, hier war das nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Und er rollt schon wieder. Eieiei, es kostet mich vielleicht doch zu viel Zeit, mich ständig so drauf zu konzentrieren, möglichst bei ihm alles kaputt zu machen. Hä, war das jetzt richtig hier lang? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das richtig war. Dann sollte ich vielleicht doch wieder einfach meine hirnlose Taktik anwenden
und einfach drauf losspielen und gucken, wie weit wir kommen. So, er hat sich in der ersten Runde wesentlich schwerer getan, muss ich sagen, als er es jetzt tut. Der ist schon zum dritten Mal unterwegs und ich bin noch zum zweiten Mal unterwegs. Ich brauche definitiv zu viel Zeit einfach. Okay, hier kommt die Stelle, die ich ihm zugebaut habe, wo er, naja, sich nicht so sehr schwer tut. Ich will jetzt versuchen, ihn... Na, da kann ich nicht viel machen. Da kann ich nicht wirklich viel zubauen. Was habe ich denn noch für Optionen? Was ist das denn? Fächer bläst mit Kraft des Windes den Gegner vom Weg. Naja, das können wir doch mal probieren. Stellen wir einfach ein paar hin. Die 1000 lasse ich mir übrig. Ich muss jetzt den dicken Mocken nehmen, den großen Stein. Rollt er noch? Ich sehe ihn gar nicht. So, ich nehme den ganz großen und ich versuche jetzt einfach schnellstmöglich runterzukommen. Und meine Kugel einfach auch möglichst heile zu lassen, damit sie möglichst viel Schaden unten anrichtet. Ist vielleicht doch die bessere Taktik in dem Fall. Müssen wir mal gucken. Uah, ist natürlich auch so ungelenkig, das dicke Ding. Eieieiei. Bergauf, ist das richtig? Ist das richtig? Nein, ich bin in die falsche Richtung. Mann, warum setzt der mich so dahin? So, da muss ich lang. Und der Gegner rollt auch schon wieder. Hä, kam der jetzt beim zweiten Mal? Was war das? Kam der jetzt beim zweiten Mal bei mir gar nicht an, oder was? Hm, verstehe ich nicht. Naja, egal. Alter, das ist echt... Ich glaube, mit dreimal Rollen kommt man da mittlerweile nicht mehr hin. So, allein auf dem Weg bleiben. Dann will man natürlich immer gucken, was der Gegner gerade veranstaltet. So. Das Spiel zieht mich immer mehr in den Bann. Das war ja am Anfang schon geil, aber jetzt... bin ich komplett geflasht. Ah, wo geht's denn hier lang? Alter. Ah, wieso verfahre ich mich hier immer? Verlauf, verfahre. Wie sagt man denn, wenn man mit Stein unterwegs ist? Warum verkugel ich mich immer? Ei. Boah, mein Stein hat schon wieder Mikroformat angenommen. Aber er kommt mit seinem auch nicht wirklich vom Fleck. Er purzelt auch mehr in der Gegend rum. Ah, aber er ist gleich an meinem Tor. Und es könnte sogar sein, dass er mich jetzt... Dass es das jetzt war, weil ich unten nicht viel Verteidigung habe. Und nein, das war es noch nicht. Das war es noch nicht. Aber ich werde sein Tor jetzt mit dem Stein definitiv auch nicht kaputt kriegen. Boah, ist das spannend. Aber er wird mich jetzt... Also wenn er unten ankommt, dann... Wie kann ich denn das Ding drehen? So... Bauen wir doch da so ein paar Dinger hin. Wie viel brauche ich denn für den... Nö, ich habe ja nur noch den kleinen Stein, verdammt. Das heißt, ich kann jetzt hier alles wild für solche Dinger hier ausgeben. Okay. Dann sind wir mal gespannt, ob das was nutzt. So, meine Taktik ist ausbaufähig, ich merke das schon. Mein Gegner rollt schon wieder und... Ah, er hat sogar die bessere Kugel. Hätte ich jetzt auch eine bessere nehmen können, wenn ich Geld gehabt hätte? Ich weiß es gar nicht. Muss ich vielleicht beim nächsten Mal gucken. Und ich hoffe, er kommt nicht bei mir unten an. Wobei, irgendwie wird er wohl ankommen. Ich muss das jetzt echt kritisch beobachten. Uah, verdammt. Diese blöden Fächer, wie ich hier mal mit ausweichen will. Tja. So, pass auf, hier hat er mich letztes Mal schon falsch abgesetzt, genau. Da muss ich nämlich da runter. So. Und das Mammut kriegt mich nicht. Aha, er hängt hier bei mir gerade fest, sehe ich. Ah, diese scheiß Fächer, verdammt, die sind echt hässlich.
Ah, jetzt ist er bei mir durch die gröbste Stelle durch. Das heißt, er wird es jetzt wohl schaffen. Ich muss die Fächer nächstes Mal vielleicht dahin stellen, wo es bergauf geht, so wie er es eben auch macht hier. Man muss vielleicht auch ein bisschen die Map mit berücksichtigen, welche Taktik man anwendet. Ist schwierig. Oder ich spiele einfach gewohnt hirnlos. Da geht's runter. Und er fällt schon wieder. So, wir springen über die Kühe. Um die Kurve. Ah, jetzt habe ich verloren. Jetzt habe ich wohl verloren. Ach Gott. Ja, das war's leider und die Aufnahmezeit ist auch rum. Ja, dann werde ich nächstes Mal gegen Österreich versuchen, die Taktik Konrad hirnlos wieder anzuwenden. Vielleicht sind wir dann, haben wir da mehr Erfolg. Das Spiel wird aber auch zunehmend schwerer, aber soll ja auch so sein. Freut mich, dass ihr dabei wart. So, freut mich, dass ihr dabei wart. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Lieblings-Konrad. Tschüss.